Und jetzt können wir Gina schienen oder Ja, ihr Bein. mit den Holzbrettern und dem Seil kann ich ihr Bein schienen. Ich glaube, das tue ich am besten kurz vor unserem Aufbruch. Aber vorher muss ich in das Heiligtum gelangen und herausfinden, was um alles in der Welt dort versteckt ist. Okay, dann eben nicht. Ich war mal wieder zu schnell. Das Problem ist... Hier? Ja, ich weiß nicht genau, wie man ins Heiligtum kommt. Aber hier müsste richtig sein. Gut. Sehen wir uns mal um. Genau. Ich muss mich orientieren. Ich weiß nicht, ob man Brian sehen kann. Ich versuch's euch kurz zu beschreiben. Ich wette, das Heiligtum liegt ganz in der Klippe links dort gegenüber. Seht ihr ja diesen der Stein, Weg ist aber also anstrengend. Diesen Wasserfall. Ich hasse den diese sieht man Hängebrücken. Und wenn wir dann ist ja gut. Ganz oben, ich werde wo der jetzt nicht Wasserfall kneifen. anfängt, gehen nach wir. Links geht, da ist ja dieser Felsen. Und da unten sieht man das Dorf und da stand Brian vorhin und jetzt läuft er eben hier entlang. Also am Anfang habe ich nicht gecheckt, hä, wo ist Brian? Wo läuft er denn hin? Und dann später habe ich gesehen, da ist so eine kleine Figur und die läuft da umher. Und das ist unser Held. Ja, und wir sind am Obi-Heiligtum. Aha, das muss der Eingang zum Heiligtum sein. Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Art Tür sein. Jo, und zwar, wir können mal versuchen, die Hand reinzustecken. Ich glaube nicht, dass sie hineinpasst. Und die Idee gefällt mir ganz und gar nicht. Tja, kacke. Aber wir können den Schlüssel reinstecken, aber... Ja, genau, das muss es sein. So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. Ja, aber das ist kein Problem für uns. Wir benutzen einfach ein Stück vom Strauch oder einen Zweig eben. Und säubern ihn vom, also säubern den Monolith vom Sand. Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. An diesem Zweig hängen einige Schoten. Ja, und diese Schoten, die er gerade angesprochen hat, die werden wir später brauchen. Und zwar wirklich dringend brauchen. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Fertig. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Aber das alles ist unwichtig, denn wir können endlich ins Heiligtum und besorgen uns da ein paar Antworten. Und ja. Gut. Gehen wir rein. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial. Der Monolith bewegt sich. Um uns zu zeigen, der Weg ist frei. Gemacht. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Jo, ach, er geht nicht automatisch rein, na gut, dann gehen wir eben. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Ach Quatsch, wieso? Wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Ja, und sieht ein bisschen unheimlich aus, aber... Naja, Brian wird schon nichts geschehen, keine Angst. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug benutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Upuhi. Der letzte Obi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Ja, ich hätte mir trotzdem Scheißangst aber vor dem, ey. Was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Irre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Tja, Wupuchim ist der Oberchecker, der weiß, ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hobiblut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckt. Hier gebührt es ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Warum? Aber... Sollte Ginas Vater einen Finger hier nicht verstecken? Nicht ich soll darauf antworten, ja, ist schon alles sondern sehr jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber tja, Wupuchim, ich sag's immer wieder, ist der Oberchecker. Ich weiß, es wird dir gelingen. Ich weiß es nicht, entweder hat ihn aber zu Hause gesehen oder hier. Er hat auch das Spiel dieser durchgespielt, so wie ich. Darf nicht wieder entweiht werden. Gern.
Das verstehe ich. Ich weiß hier nicht, der ist einfach cool. Ich danke dir, Häuptling. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wupuchim. Auf Wiedersehen. Ich find's schade, aber Wupuchim sieht man, glaube ich, nicht. Den zweiten habe ich nicht gesehen und den dritten auch nicht. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wupuchim getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Ja, und jetzt können wir uns endlich um Gina kümmern. Ich kann kurz ins Inventar gehen. Da könnt ihr euch den Finger anschauen. Er ist in Formalin getunkt, gelegt, der eben das Altern verlangsamen soll oder besser gesagt ganz anhalten soll. Und ja, es ist halt ein Finger. Wieso haben wir einen Finger dabei? Naja, also Puchim ist der Oberchecker, er weiß schon alles. Deshalb vertrauen wir ihm mal. Aber er hat gesagt, wir müssen mit Ginas Vater, beziehungsweise dem Typ reden, der den Finger da im Hopi-Heiligtum gelassen hat. Und, naja, mit einem Toten reden, das geht eigentlich nicht, aber wir haben schon von einem Muskelberg gehört, dass er jemanden kennt, der das vielleicht kann. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal, Gina. Halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen. Tja, und der einzige Ort, wo wir jetzt noch nicht drin waren, in Douglasville und Umgebung, ich glaube, damit wird es gehen. Mama Doritas Haus. Wir haben Mama Dorita noch gar nicht getroffen. Gina, es ist Zeit aufzubrechen. Wir müssen durch das Bergwerk auf die andere Seite. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen. Hin und her gelaufen, Spannung pur. Aber was ist im Heiligtum passiert? Bist du hineingekommen? Ja. Ich war drin und... Was hast du dort drin gefunden? Sag's mir. Sieh mal. Lösen wird, beantworten wird. Es ist alles sehr verwirrend. Aber naja, das werden wir noch alles sehen. Unterwegs. Aber... Jetzt lass gut sein. Wir haben einen anstrengenden Weg durch das Bergwerk vor uns. Wir werden uns oft ausruhen müssen. Dabei werden wir genug Zeit haben und ich kann dir alles erzählen. Alles klar? Dann gehen wir. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dein Bein verarzten kann. Versuchen wir es. Lehn dich an mich. Oskar, meine Freundin Gina hat sich schwer am Bein verletzt. Mama Dorita kann sie doch heilen, oder? Selbstverständlich. Kommt herein. Tada. Er hat uns die Tür aufgemacht. Tatsächlich. Gina war noch am Leben. Es war fantastisch, sie wiederzusehen, nachdem ich sie schon verloren geglaubt hatte. Was das Mysterium, das wir zu lösen versuchten, angeht, waren wir fast noch schlechter dran als am Anfang. Wir hatten nichts als einen menschlichen Finger in Formalin. Ein fast noch größeres Geheimnis als das Kruzifix selbst. Zum Glück konnte ich diesmal auf Mama Doritas Unterstützung zählen. Ja, und sie schaffte es nicht nur, Ginas Bein zu heilen. Das war Kapitel 5, ging schnell, aber jetzt sind wir im letzten Kapitel, glaube ich. Der Indianer, die Nonne und der Finger. Während der Umschlag, den ich um ihr Bein gewickelt habe, einwirkt, sollte sie liegen bleiben, dann ist bald alles wieder wie neu. Währenddessen sollte deine Freundin hier bleiben. Tja, danke, Mama Dorita. Das ist sehr nett von Ihnen. Mit den nicht großen Augen. Brian, und den schönen Zöpfen. Ja, ist Brian. Mama Dorita. Brian Basco. Sehr gut, Brian. Sie ist, etwas soll ich sagen, mir, eine mexikanische Hexe. Was kann oder ich so. Für dich tun? Übrigens brauchst du mich nicht zu siezen. Ja, wissen Sie? Sie wird uns sehr helfen. Sie ist auch eine weißt du? Nette Dame, sag ich mal. Eigentlich ganz cool drauf. Jo, und wir gehen sofort aufs Ganze. Und wollen Sie fragen? Ich muss mit einem Toten sprechen. Mit dem Geist eines toten Mannes, meinst du? Ich kann dir dabei helfen. Du musst dir doch eines wissen. Außer mir, die ich den Geist anrufe, brauchst du auch ein Medium. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, dass bei dieser Art spiritistischer Sitzung eine Person anwesend sein muss, die eine starke Gefühlsbindung an den Geist hat.
damit sie sein Interesse weckt. Verstehst du? Du kannst nämlich ein Interesse daran haben, mit einem Toten zu sprechen. Aber wenn er nicht mit dir reden möchte... Was die Person mit der starken Bindung an den Geist angeht, gibt es kein Problem. Gina ist es. Sehr gut. Dann ist das schon mal geklärt. Dann bleibt nur die Frage des Mediums offen. Tja, und Mama Dorita wird uns erklären, dass sie zurzeit kein Medium hat, aber wir sind so nett, dass wir uns als Medium ausgeben können. Ich glaube, dass ich als Medium dienen könnte. Du? Das bezweifle ich. Komm näher und schau mir direkt in die Augen. Tja, nein, du kannst es nicht tun. Schaut sie ihm tief in die Augen. Augen zeigen, dass du noch nicht bereit bist. Und ja, er ist noch nicht bereit. Und was das heißt, werden wir sehr früh erfahren. Ich sag ihm so viel. Drogen. Ja, klingt komisch, aber... Ja, dieses ganze Medium-Scheiß heißt eigentlich nur... Du kannst nur Medium sein, wenn du so bekifft bist, dass du nicht mehr alleine stehen kannst. Ja, und... Ja, ich greife vielleicht ein bisschen zu weit vor, aber wir kennen schon jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt und wir werden ihn in diesem Kapitel begegnen. Es ist der Hippie, der im Haus von Saturn lebt, da, der mit den ganzen Pflanzen und so. Wofür brauchen wir ein Medium? Weißt du, Geister sind keine materiellen Wesen und können keine Laute erzeugen. Außer wenn sie in den Körper eines Lebenden hineinfallen. Und ihn als Sprachrohr benutzen. Dafür ist das Medium da. In einigen Kulturen werden tatsächlich Pferde genommen. Na, das klingt doch nett, wenn man als Geist gerufen wird und dann in einem Pferd steckt. Wo kann ich in dieser Gegend ein Medium finden? Ich habe für gewöhnlich mit einer Frau aus Cihutayani gearbeitet, einem Dorf auf der anderen Seite der mexikanischen Grenze. Sie war ein exzellentes Medium, aber eines Tages hatten wir eine etwas bewegte Sitzung und sie schwor, nie wieder als Medium zu dienen. Außer dieser Frau kenne ich kein Medium in dieser Gegend. Tja. Was hältst du davon, wenn wir Oskar als Medium benutzen? Können wir vergessen. Da wird sie nur sauer. Einverstanden. Alles klar. Das freut mich. Ja, und sonst, wie kam es dazu, dass Oskar für dich arbeitet, wird sie uns auch nicht sehr viel erzählen, aber ich klicke sie. Wie kam es dazu, dass Oskar für dich arbeitet? Über Oskars früheres Leben darf ich dir nichts erzählen. Es geht nur ihn etwas an. Und nur er darf dir, wenn er es möchte, davon erzählen. Ich kann dir nur so viel sagen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein Mann ohne Lebensziel. Er wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen. Weil ich die Reinheit der Seele dieses Riesen erkannte. Deswegen ist er sehr dankbar und besteht nun darauf, bei mir zu bleiben. Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er mich vergessen soll und sein Leben weiterführen muss. Aber er meint, seine Lebensaufgabe sei jetzt bei mir zu bleiben und mir zu dienen, so gut er kann. Tja, als letztes würden wir gern Gina sehen. Ich würde gern Gina sehen. Geh hinein, du weißt ja, wo sie ist. Und ja, mal schauen, wie es ihr so geht. Gina! Hallo, Brian. Gina, du solltest dein Bein nicht so strapazieren. Mama Dorita sagt, wenn du es schonst, ist es bald ausgeheilt. Ich bin aber zu nervös. Die Tinktur, mit der diese Frau mein Bein eingeschmiert hat, verursacht einen unerträglichen Juckreiz. Außerdem muss ich ständig an das denken, was du mir auf dem Weg hierher über das Bergwerk erzählt hast. Besonders an das Formalinglas mit dem Finger. Mein Gott, Brian, was machen wir jetzt? Ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht und es gibt nur eines zu tun. Was hast du vor? Weißt du, ich habe die ganze Zeit über einen Satz des Hopi-Häuptlings gegrübelt. Ich hatte dir ja von dem Häuptling erzählt. Dieser Wupu... Wupu-Rim. Ja, als ich ihn über die Bedeutung des Fingers befragte, sagte er, dass darauf der Mann antworten solle, der ihn dorthin gebracht hat. Ich erklärte ihm, dass der Mann tot sei. Aber Wupuchim gab mir zu verstehen, dass dies kein Hindernis wäre, mit ihm zu sprechen. Mit wem möchtest du sprechen, bitte? Na, mit deinem Vater. Ich weiß, es wird schwer für dich sein. Aber wir haben keine Wahl. Ich verstehe. Mach dir deswegen keine Sorgen, aber glaubst du wirklich, dass wir mit einem Toten sprechen können? Vor ein paar Tagen hätte ich dir mit einem entschiedenen Nein geantwortet. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich antworten soll. Seit ich dich kennengelernt habe, musste ich schon Unglaubliches erleben. Ich glaube, dass alles möglich ist. Außerdem verlieren wir nichts, wenn wir es versuchen, oder?